Mein Name ist Hendrik Grave, ich bin 33 Jahre alt und ehrenamtlich der Löschgruppenführer der Freiwilligen Feuerwehr in Köln-Kalk. Ich bin Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Ich liebe es, anderen Menschen zu helfen. Und noch mehr mag ich es, andere Menschen von meinem Hobby zu überzeugen, sich für andere einzusetzen, ihnen in der Not zu helfen. Damit das geht, damit sie dieses Hobby Feuerwehr hier auch im Bereich der Kölner Innenstadt durchführen können, habe ich mich in den letzten Jahren dafür eingesetzt, dass wir aktiv hier eine freiwillige Feuerwehr im Stadtteil Kalk aufgebaut haben. Die Löschgruppe Kalk wurde im Jahr 2017 gegründet. Das, was alles sehr mit einfachen Mitteln angefangen hat, ist mittlerweile 3 Fahrzeuge, 50 Mitglieder in der Einsatzabteilung und seit dem Jahr 2021 auch mit 40 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr auf eine Gesamtstärke von 90 ehrenamtlich engagierten Menschen hier im Stadtteil Kalk gewachsen. Die Löschgruppe Kalk wird hier zwischen 200 und 300 Mal im Jahr alarmiert. Das ist fast ein Einsatz pro Tag. Als Löschgruppenführer der Einheit bin ich nicht nur im Einsatzdienst aktiv, sondern übernehme viele administrative Aufgaben. Es geht auch in erster Linie darum, das, was wir hier in den letzten Jahren aufgebaut haben, am Leben zu halten. Aus der Gefahrenabwehr im Bereich der Innenstadt sind sie nicht mehr wegzudenken. Wir werden im Bereich Köln eingesetzt, aber auch bei Großschadenslagen überörtlich. Freiwillige Feuerwehr verstehen wir als professionelle Nachbarschaftshilfe. Nachbarschaftshilfe, auch wenn es mal kein Notfall ist. Deswegen sind wir sehr engagiert, helfen anderen Vereinen hier im Stadtteil und sind mittlerweile auch dahingehend eine feste Größe hier im Vereinsleben geworden. Wir sind hier in Köln-Kalk bei der Freiwilligen Feuerwehr genauso bunt wie unser Stadtteil. Und das ist etwas, worauf wir mächtig stolz sind. In den vergangenen Jahren haben wir unsere Einheit etabliert. Wir haben einen festen Platz hier in dem Stadtteil gefunden und wir freuen uns, dass wir so viel Zuspruch haben über Menschen, die mitmachen. In der ganzen Zeit der Gründung war es immer wichtig, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das große Ziel war, wenn jemand um Hilfe ruft, den Melder auslöst, es ein Löschfahrzeug gibt, was mit freiwilligen Feuerwehrmännern und Frauen besetzt ist, was losfährt, um anderen hier im Stadtteil zu helfen. Das ist etwas, was wir geschafft haben, worauf ich ganz besonders stolz sind.